Hallo, willkommen. Ich dachte mir, wir machen mal eine Reihe, wo ich einfach mal ein bisschen Hass zurückgeben kann. Und wir nennen das Ganze, Oh, warum spielt man bist nicht XYZ du süß? Botlane? Ganz neu, Und würde sagen, wir fangen an mit Wukong. Ne? Er hat sich hier gerade angeboten. Der alte Monkey King. Ne? Und das war gut, eine gute Affe, oder? Und wir spielen jetzt mal rein in Akali. Kha'Zix, Aatrox und was besonders cool wird, glaube ich, mit den Runen, die ich genommen habe, Caitlyn, Lulu. But it's good. It's good for sure. Lass mal sehen. Ist auch mein Main-Account natürlich, ne? Um das nochmal ein bisschen klarer zu machen. Oh, bist Kommt noch mal einen an. du süß. Willst du mein Freund sein? Komm, wir tanzen. Willkommen in der Kluft der Beschwörer. Hä? Ja. Was geht jetzt das nächste Game, wa? 30 Sekunden bis zum Erscheinen der Oder Sonne. haben die meine Account schon in Wukong umbenannt? Das kann auch sein. Wir reden dann von Resub, Tobi sexuell dann von Resub. So ein Ding mit der Cam? Ach, pappalapapp. Ganz normale Eagle-Stream jetzt hier. Wunderschön, oder was? Nein. Die Vasallen sind wieder Ja. Hallo. So. Los Wer geht's. stellt mein Können in Frage? Doran Shield mit einer schönen Karma. Können wir trotzdem Prior holen bestimmt, ne? Geile Aktion. So. Wir werden gehen. Ich glaube, ich gehe für Armor Pen. Honestly. Why not? Einfach Assassin-Item, oder? Auf Wukong gegen Jeder Assassins. Fühle eine ich. Man kann eh nicht tanken gegen so viel Damage. Lass ruhig für Push spielen, oder? Würde ich sagen. Oh, bist Nuklor. Yuki-Saba lang von Resub. Eieiei. Zwei gemisste lastet schon vor. No fucking reason whatsoever. Oh, bist du süß. Willst du mein Freund sein? Komm, wir tanzen. So. Alles nicht schlimm, wir machen mal ein Mantra-Q ab. Wir lasten hier so ein bisschen. Zack, zack. Da hätten wir auf Caitlyn ballern müssen. Tatsächlich. Die Healpots von ihr nehmen. Wir sind Kha'Zix und Topside-Jungle. Okay, sie hat keinen E-Geskillt. Wir haben beide einen Healpot down. Können wir zu mir kommen lassen, denke ich. No struggle. No biggie. Traps sind super. Also, super useless. Muss den Slowpush eh respektieren, so. Wird er jetzt eh nicht reinspielen. Ich hier ab und zu mal so ein Last Hit nehmen kann, ohne dass ich gepunished werde dafür, bin ich schon im goldenen Bereich.
Ja. Dunkelgrün. Dunkelgrün Bereich. So, Schild geht raus. Wave ist huge. Oh, bist du süß. Aber wenn die jetzt... Willst du mein Freund sein? Komm mit an. Wenn wir jetzt stehen bleiben. Ah, wenn die Rocket trifft, haben wir einen Kill, ne? Oh, wir haben so einen Kill. Sweet. Da fackeln wir gar nicht lang mit dem Rumble. Kann ich das jetzt haben? Gar keine mehr. Eine noch? Alles klar, Leute. Andermal dann. So, man könnte für Boots gehen, aber wenn ich Boots habe, kann ich zwar die Gap closen. Ich muss wirklich viel teilen, ne, mit den Menschen hier. Naja. It's fine. Ich will doch lieber Armor-Pen gehen, glaube ich. Also erst Armor-Pen-Item holen und halt Pots, ne? That's even better. So, wir haben Flash bekommen von Caitlyn. Exhaust weiß ich gar nicht. Probably nicht, oder? Ja, mit Exhaust spielen ist, glaube ich, gar nicht so gut. Also für später ja, aber für jetzt noch nicht. Und Flash Lulu haben wir bekommen, aber Ignite probably auch nicht. Lutzen, danke für den Resub. Yuki Sava, danke schön. Marco, danke für den Resub. Robert, danke schön. Gruß und Gruß. Oh, bist du süß. Bist du mein Freund? Oh! Die Lulu ist rausgesneakt, die dumme Nudde. Und Brownie Jr. der Finish ab. Meine Reise beginnt jetzt. So. Was mag sich wohl? 25 Schaden plus, mehr Reichweite. Huh. Wow, ist actually alles nicht so geil. What the fuck? Aber ich denke, die Gap Closen häufiger ist wichtig, ne? Ich hoffe doch, die haben auch Verstärkung dabei. Ich muss noch Sense Reaver gehen, glaube ich, ne? Also Sheen ist ja, glaube ich, richtig gut auf Wukong, obviously. Da sollte ich auch ein Auge für haben. Lass Slowpush aufbauen. Aus dem nächsten Slowpush können wir die spielen. Die kleinen Häschen. Gar kein Problem. Oh. Was hat der meinen Klon Needly Boost? But he didn't. Oh mein Gott, ich hab ein Auto gecancelt mit meinem Q. Not hot. Hallo. Darf ich haben? Okay, dann wir haben. Sleep. Oh, das ist ein K6 hinter uns. I'm not scared though. Also, der Base Damage so, das ist eine Stufe 5 E-Spell, der macht echt keinen Schaden, ne? 140 Schaden nur. That's not good. Aber der Q-Spell Max eskaliert halt auch nicht so gut mit Leveln, ne? Wir bekommen einfach hartes Item-Scaling. So ein bisschen wie Ashe gefühlt. Oder auch andere ADCs. Gibt ein paar ADCs-Skillen mit Leveln? Gibt ein paar ADCs-Skillen nicht mit Leveln. Mit Items stattdessen. Und Wukong sieht genauso aus. Jeder Fehler ist eine Lehre. So, K6 ist in der mittleren Lane.
Machen wir alles keinen Schaden. Ich werde mir Level 6 holen, dann werde ich einfach reinfahren, denke ich, oder? Wäre hier Level 6, wenn ich eh spielen würde. Schild ist auch raus. Ich hab Angst davor, dass ich nicht Level 6 werde, weil man eh so wenig Schaden macht, wisst ihr? Nimm kein Wort in den Busch. Vielleicht schon. Oder die respektieren einfach, ne, die Nunnen. Schild ist raus, eh auch. Ich hätte schon Bock, ne, aber jetzt ist halt ein Turret. Ja, Melee-Champs sind unten so mittelgut, vielleicht nur. Es gibt eventuell Elemente in dieser Botlane, die für Melee-Champs nicht so giga gut geeignet sind. Mhm. Caitlyn spielt mit Gnomeplating. Das bin ich sehend. Konzentriert euch. Ja, wenn wir ein bisschen Quick Pokey reinkriegen, würde ich die wohl nehmen, gleich mal die Cat. What the fuck? Aber der Bait des Jahrhunderts. Und gerade Level Up von der Lulu. Unbelievable. Hat, ja, ich hab angebissen, ne? Bin ein kleines Äffchen. Und ich hab angebissen, den Bait. Aber ich wollte mich wohl genommen. Fand ich gut. Dass Lulu den Recall abbricht und dann halt auch noch das Glück hat, dass quasi die Vision genau dann bricht, wenn sie recallt in dem Moment, weil Karma nicht nach vorne moved. War schon nicht bad. Weil wenn jetzt Lulu nicht da ist, so, dann stirbt einfach Caitlyn, wisst ihr, und danach stirbt, oder nicht stirbt, aber danach, bin ich fein mit Kha'Zix. Also bisschen lucky, bisschen gut. Mega angenehm, der Rumble. So, jetzt habe ich natürlich noch kein Item ready, ne? Assassin-Item könnte ich aber holen. Soll ich das machen? I could. Assassin-Item holen. Ich glaube, dann lane ich einfach weiter Bot. Weil, warum nicht? So. Die werden locker ihre Caitlyn alleine unten lassen, oder? Und wenn nicht, ziehe ich halt zwei Leute Attention auf mich. Heißt, Karma kann auf der Map irgendwas holen. Zack, zack. Und dann machen wir hier draus schon eine Sense Reaver, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal, wie wir noch weiter für Assassin Wukong gehen können. Yumu ist zum Beispiel einfach gut, oder? Straight. Why not? Okay, Caitlyn respected leider. Dann möchte ich der Caitlyn die Wave wegfriesen. Oh, der Länder dann von Risa. Willst du mein Freund sein? Können wir tanzen? Stell es auf die Probe. Wurde schon rausgefunden, ob man Wukong nicht Bot spielt? I know it. Aber ich zeig's euch. Meine Reise beginnt jetzt. So, wenn die unten ist, kann ich davon ausgehen. Also. Ja, Lulu steht dahinter.
Muss ich nicht spielen, ne? Mitte. So, die Frage ist natürlich, wo haben die Wards und wo nicht, ne? Also Caitlyn und Lulu waren Mitte noch nicht involved. Okay, ist Caitlyn Mitte. Ich gehe ich den aggressiven Weg oder nicht? Wir machen es einfach mal nicht. Ich hätte schon Bock gehabt, einfach rüber zu W, ne, und die Hops zu nehmen. Ich hole mir jetzt Darbys. Am I right? Ja. Oder mehr Movement Speed, ist auch nicht schlecht. Oder mehr Damage. Komm, wir haben mehr Damage. Scheiß auf Boots. Scheiß auf Boots, Digga. Ich komme sowieso ran mit dem Assassin-Item. Da wird die Gap hier closed. Sag ich mal. Okay. Unten ist ein Tower. Ja, Kali ist 3 Level über mir. 3 Level? Wann habe ich denn so viel verloren? What the fuck? Klasse. So. Oh, bist du süß. Willst du mein Freund sein? Komm mit an. Darauf habe ich gewartet. Irgendwie ist das Game mit Wukong sehr viel mehr playable als die 1000 Games davor, Alter. What the fuck? Einfach eine entspannte Landing Phase gehabt bisher, ne? Bei mir geht's ein Reset. Ist wirklich gut für Damage und MS? Ja. Haha! Ich mag jetzt den Reset. Ja, aber wir sind jetzt so hin und her gefahren, ne? Kali kann mich halt auch innen. So. Heißt, ich respektiere die. Das ist schon lame. Na gut, ich nehme Blue. Was schlagt Magi? Und T, dann bin ich Reset. Shit, mein Damage an Langelminden ist ja insane. Haben die Wukong. Hat Wukong auch so eine Bonusverwertung auf Minions oder was? Eine Bonusverwertung auf Minions? Das ist ja crazy. Triple kill! Okay, everyone is dead now. Let's get bot to it. Ich schaue mir nur Eintracht an. Die anderen Games sind nicht so interessant für mich. Hm. Ach man, wieso ist man Lulu hier, Alter? Wenn Caitlyn alleine ist, all-in ich die sofort, wisst ihr? Aber Lulu kann ich halt nicht all-in, so. Das ist schon echt Schmutz, so. Hier ein Wort gestellt. Vielleicht schaffe ich das hier. Fokker 6. Okay, nevermind. Finde ich blöd. Yo, ist okay, Leute.
Holt die Kavallerie wieder zurück, ne? Könnt die Kavallerie einfach wieder abziehen, Freunde. Ihr müsst jetzt nicht mit 20.000 Leuten runtermoven. So. Klasse. Jetzt habe ich theoretisch guten Damage. Und praktisch trotzdem noch nicht einen Fight mitgespielt, ne? Ein bisschen traurig. Fand ich witzig. Er gewinnt mit dem Wuchern als ADC funny. Ja. I like it too, ne? Kann schon hier unten stehen, theoretisch. Nope, there he is. Weil halt scheiße ist, ist so, dass ich halt nicht dazu komme, die zu. Also ich kann ja halt nicht one-on-one, ne? So, also die anderen, die Solo-Laner halt. Aber das ist ja auch, also ich meine, ich kenne die Antwort ja anyway, Freunde, ne? Im Titel steht, wieso spielt man Champion XYZ eigentlich nicht Botlane? Und das ist halt der Grund, weil ich kann die ja nicht all-in. Mir fehlen immer zwei Level so. Also mir fehlen immer zwei Level auf Solo-Laner. Weil deswegen kann ich nie gewinnen. Und die Landing Phase ist natürlich auch schon ziemlich rough mit Melees. Teilweise. Die war jetzt weniger rough, weil mein Jungler für mich gespielt hat und ich halt auch einfach. Ja. Mein Wave-Management nicht ganz so kacke war. Oh Mann. Der zieht sich einfach zurück, der Schwanz. Was? Das war gut von ihm. Hat er viel Damage gehabt. Dachte, der würde in den Cage laufen müssen, aber he did not. That's a bit stupid. Nicht sterben, oder? Die haben kein Engage. Kha'Zix auch. Sehr balanced. Love it. Are you sure, bro? Or? Wenn ich mein Champion besonders viel Schaden auf Nash hat. Na naja, gut, aber die Gegner riechen es nicht, ja? Sorry, fine.
So, wen kann ich jetzt mal hopsen hier? Das ist die Frage. Kann ich überhaupt wen hopsen? Ich glaube, Caitlyn hätte keine Chance gegen mich im 1v1, aber... Die verpisst sich einfach, die Sau. Da war Verwandibus nicht mein Freund, Freunde. Rivens Freund schon, aber für mich nicht tanky genug, so. Okay. Mit dem ADC müsste ich das respektieren, ne? Als Wukong kann ich sagen, Akali, lutsch mir doch mal den Kock. Adieu, Friends. Adieu. Komm, mehr Armor Pen. Ist mehr gut. Er wird ADCs, ja, oder? Ich habe irgendwie Lust auf LeBlanc-Bot oder so gleich. Machen wir, glaube ich, auch. Mal gucken, was die Damage-Verteilung sagt, ne? Wir spielen mal ein bisschen wilden Kram heute. Solange ich in Turbo Loyalo bin, geht das auch noch. Also wahrscheinlich sogar besser als ADCs. Ja, Banger Play vom Kha'Zix an der Stelle. Glückwunsch, weil es Wukong ADC getötet. Katus? Aber Katus wird doch Botting gespielt, das ist ja mega langweilig so. Sehr schön, dann das Spiel am Finish ab. Ich komme. Kann ich noch haben? Kann ich noch meine Stats ein bisschen aufboosten, damit Leute glauben, wow. Hübsch. Dankeschön. So. 100% Winrate bisher mit auf ADC Botlane Champs, ne? Beriri, danke für den Sub. Aber auch danke an den Waldapotheker, das war eine absolute Wahnsinns-Performance hier von dir. Dankeschön, dass du mich ins Game geholt hast. Ne? Hat sich jetzt nicht gelohnt, aber wir haben trotzdem gewonnen. Ist auch super. Ja, Most Damage stellt. Mega. Okay. Ja, Leute, ich schau mal selber, ne, welche Champs ich noch welche mir gerade auch in der Champ Select quasi einfallen. Also, wer da jetzt sagt, hallo, spiel mich. Ist ja freiwillig gegeben.
bist du süß. Willst du mein Freund sein? Können wir tanzen?